ausgefallen, weil wir ja auf dem Weg nach Barcelona waren. Und jetzt sind wir in Barcelona angekommen. Wir sind hier, weil der MWC, also der Mobile World Congress, in Kürze hier startet. Und wir haben jetzt hier unser Quartier bezogen. Wir wollen einfach euch mal die Wohnung zeigen, in der wir jetzt die nächsten Tage verbringen werden, während des MWCs in Barcelona. Und ja, und hier könnt ihr sehen, wie wir arbeiten werden und wie wir auch hier auch Videos produzieren werden. Und die Wohnung ist eigentlich ganz schnuckelig, war nicht so teuer, weil wir müssen natürlich sparen, das Budget ist immer beschränkt. Aber Hauptsache, sage ich immer, ein Dach über dem Kopf. Ne? Aber wir haben hier zum Beispiel einen schönen Balkon. Also Dennis ist hinter der Kamera und vielleicht zeigst du mal ein bisschen was hier. Also das ist hier der Wohnbereich, inklusive der Küche. IKEA, wie ich schon festgestellt habe. Aber es ist ganz nett eingerichtet. Wir haben einen Balkon, der in dieser Richtung ist. Aber es ist halt schon ein bisschen dunkel hier, deswegen kann man nicht so viel sehen. Wir haben das Einzige, was wir bisher ausgepackt haben, und die Koffer haben wir noch nicht ausgepackt, also ich zumindest noch nicht, aber schon mal hier das Kamera-Equipment, die Kamera. Also eine Kamera ausgepackt. Wir haben eine Kamera ausgepackt mit dem Licht. Und ja, ich war schon auf dem Balkon, habe ein bisschen meinen Kaffee genossen. Schauen wir uns mal die Küche an. Ist ganz nett gemacht. Der Vermieter war so nett und hat uns auch eine Flasche Wein hingestellt. Das Glück für mich ist, der Dennis trinkt keinen Alkohol. Also ist das meine Flasche. Und außerdem hat uns der Vermieter auch Kaffee bereitgestellt. Mein Glück ist, der Dennis trinkt keinen Kaffee, also ist das auch mein Kaffee. Also ich habe es auf jeden Fall schon mal positiv erwischt. Und man darf hier... Warte mal, die Leute schreiben mal, Qualität ist da. Es kann sein, dass die Qualität gerade wirklich nicht so gut ist, weil unser Upload hier ist echt bescheiden. Also wir haben vorhin gemessen, 0,5 Megabit pro Sekunde haben wir als Upload. Genau, wir haben 0,5 Mbit pro Sekunde Upload. Also es kann... Also wir entschuldigen uns vielmals für die Qualität. Ich hoffe, dass es trotzdem noch halbwegs okay ist. Ihr seid PC Welle. Was ist das für eine Kamera? Eine Handykamera tatsächlich. Ja, aber auf die Qualität haben wir gerade tatsächlich keinen Einfluss. Ich kann die Qualität nicht hochschrauben oder auch nicht runterschrauben. Ja, wir müssen uns mit dem WLAN anschließen. Dennis, du Lauch. Schreibt David. Welcher David? Oh, der David? Der David. Ah, okay. Schöne Grüße zurück. Oh Mann. Hier, der Vermieter war auch so nett und hat uns hier noch so ein Bottich Wasser, weil Wasser aus dem Wasserhahn darf man hier nicht trinken in Barcelona. Und ja, schauen wir uns mal den Rest der Wohnung an, oder? Weil... Warte. Hört mal auf, Herr schreibt der Fritz. Was? Hört mal auf? Ja. Kannst du bannen, den Fritz? Ah, ich kann den Fritz bannen. Kann ich das? Mach mal. Warte mal. Warte mal. Quatsch, geht nicht, komm. Nee, ich kann ihn nicht löschen. Ich mag den Griechen, schreibt jemand. Okay. Kuckuck, weiter geht's. Hier haben wir den Flur. Wir haben natürlich wie immer ein Problem. Wir haben zwei Schlafzimmer, die sind unterschiedlich groß und wir müssen jetzt irgendwie rausfinden, wer welche Schlafzimmer kriegt. Hier, das ist übrigens verantwortlich für die schlechte Internetqualität gerade. Hier ist das kleine Schlafzimmer. Mit einem Fenster. Mit einem Fenster? In den Innenhof. Ach so, okay. Und hier ist Toilette Nummer 1 mit Dusche. Also, Klo, Waschbecken, Dusche. Und hier ist der Raum, um den wir uns streiten müssen, weil hier ist der Master, das Master, wie sagt man, der Master... Master Bedroom. Vor allem... Hier, Doppelbett, seht ihr? Also genau, hier ist das Doppelbett und da hinten ist das Bad. Ja, und... Das heißt, du kannst direkt vom Bad... In die Toilette. Oder in die Toilette, also, ja, okay. Oder halt Toilette. Direkt auf den Balkon und runterspringen, das geht auch. Das Zimmer hat nämlich nochmal einen eigenen Balkon hier. Es ist dunkel, aber wie gesagt, da darf man sich nicht vertun nachts, sonst hat man ein Problem. Und vor allen Dingen, ja, komm mal her, Dennis, zeig ja, mal. Ja, warte mal, ich mach mal. Die Toilette ist hier auch ungefähr so groß wie das kleine Schlafzimmer. Licht ist hinter dir, da ist Licht. Da.
Sehr gut. Also. Und wie ihr seht, habe ich auch schon meinen Kulturbeutel hier hingelegt. Ich war schon da auf Toilette. Ja, der hatte. Meine Jacke liegt schon auf diesem Bett. Also und mein Koffer liegt auch in diesem Schlafzimmer. Also ich denke, es ist eigentlich klar. Ich denke, es ist eigentlich klar, wer dieses Schlafzimmer hier hat. Hundebesitzer kennen das. Also wenn ein Hund in ein neues Revier kommt, dann versucht er natürlich erstmal alle Räume zu markieren. Das habe ich getan. Das habe ich auch versucht. Deswegen jetzt, ja, rufen wir mal zu einer Aktion auf, oder, unsere Zuschauer? Moment, ich halte wieder um, auf dich. Achtung. Also die Aktion lautet folgendermaßen, wer soll das große Schlafzimmer kriegen? Einfach kommentieren mit einem Tag ist für mich oder mit einem... Weißt du, ich lese nämlich gerade schon, Dennis bekommt das Luxusbett. Ja. Also ich denke mal, obwohl jetzt schreiben auch viele der Grieche. Also schreibt es in die Kommis, wer soll das große Schlafzimmer kriegen? Einfach nur Takis oder Dennis. Ich bin fair, also wir werden um 10 Uhr ungefähr mal die Kommentare auswerten und dann entscheiden, das werden wir dann auch posten offiziell um 10 Uhr, wer das große Schlafzimmer gehalten hat. Mir tut ein bisschen der Rücken weh, ein großes Bett würde mir gut tun. Dennis ist durchtrainiert und ja, also entscheidet ihr. Ja, komm, sag doch mal was. Und die ganzen Kommentare, jetzt willst du auszählen? Also viel Spaß beim Zählen. Aber ich sehe schon, Dennis. Also tagsüber überlese ich einfach Dennis. Ja. Hast du gute Gründe, Dennis, warum du das große Schlafzimmer erhalten solltest? Ja, weil meine ganzen Sachen hier schon drin liegen. Hast du auch richtig gute Gründe? Weil meine Sachen hier schon drin liegen. Ja, okay, das ist, also ihr merkt, mir gehen die Argumente aus. Ich würde sagen, einfach, weil ich es verdient habe. Aber ihr entscheidet. Hey. Ich bin ein fairer Gewinner oder fairer Verlierer, ihr entscheidet. Und ich bin auch dafür, dass der Dennis, wenn er gewonnen hat, wirklich dieses Schlafzimmer entsteht. Keine Alternative. Ich möchte nicht mit dir lange in einem Schlafzimmer sein. Genau, ich wollte gerade sagen, schreibt. Also geh hier, weiter, geh. Regenschirm haben wir auch. Tag ist geh. Wie habe ich behandelt? Da habe ich mir wieder das große Schlafzimmer verdient. Boah, ey. Das können wir niemals auszählen, Takis. Ja, das ist vielleicht ein kleines Problem. Wann ist der NBC? Der NBC ist von Montag bis Donnerstag. Allerdings. Aber am Sonntag zum Beispiel wird schon das Galaxy S9 unter anderem vorgestellt. Also ab Sonntag unbedingt hier auf YouTube schauen. Ab 18 Uhr werden wir dann für euch die Infos haben, unter anderem, ja, doch zum Galaxy S9. Alles zum Galaxy S9 und S9 Plus ab 18 Uhr auf YouTube, PC Welt Kanal. Da werdet ihr ein Video mit dem ersten Hands-On und so weiter und allen Details erfahren. Ganz genau. Und einen Artikel wird es auch natürlich geben auf pcwelt.de. Boah, ein Arm fällt weg. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir ein bisschen vorher angereist sind. Also, um halt schon mal die ganzen Sachen vorzubereiten. Genau. Boah, das ist ein Upper-Red. Okay. Schlaf einfach zu zweit im Bett. Das wollte ich sagen, ist keine Alternative, das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil ich brauche mehr Platz. Warte mal. Mach deine Abstimmung über YouTube, das zählt von selbst. Ja, das hatte ich ja vorgeschlagen. Geht das bei YouTube Live-Videos? Der Dennis meinte... Ja, hier über Live kann ich das nicht machen, aber wir können später, wenn das Video hier als normales Video online geht, dann können wir eine Abstimmung reinmachen. Dann machen wir das so. Dann machen wir die Abstimmung. Das ist wirklich einfacher, als dass Dennis gleich alle Stimmen zählen muss. Ihr stimmt dann ab über die Abstimmung. Oh, mein Arm fällt ab, ganz ehrlich. Gut, habt ihr noch Fragen an uns? Der Dicke, danke. Er meint mich, oder? Ja, Schnief. Warte mal, was steht hier? Tag ist. Wo ist Chris? Gute Frage, wo ist Chris? Der ist in der Heimat. Der ist in München. Genau. Nicht in Barcelona, leider. Boah.
Mach ein Community. Man kann auch jetzt schon live eine Abstimmung machen, hat der einen Computer gerade. Also, wir hätten theoretisch einen PC da, aber wir machen gerade alles mit dem Handy, deswegen... Aber wir starten jetzt gleich eine Umfrage. Wo man anfällt ab, kannst du mal nehmen. Ja. So. Also, wenn ihr gerade noch Fragen habt, die Abstimmung, ich denke mal, das passt jetzt, oder? Ganz viele haben ja schon geschrieben, Dennis, also damit ist eigentlich klar, dass ich das Bett bekomme, das Doppelbett. Tages hat leider verloren. Also Pech gehabt. Also Inbreak. Pech gehabt. Inbreak, das geht gar nicht. Das geht. Nein, Inbreak wird gebannt. Habt ihr Fragen zum MWC? Also bitte keine geschmacklosen Kommentare hier. Also habt ihr Fragen zum MWC, auf was wir uns freuen oder was auch immer? Habt ihr Fragen, was Tages gerne zum Abend ist? Dennis muss auf dem Boden schlafen. Der linke Typ. Gerade ist nur der Dennis im Bild. Seid ihr ein Paar? Ja. Quatsch. Muss gerade eine Hausarbeit schreiben. Sag mir bitte, dass ich weiterschreiben soll. Ja. Das sage ich dir auch. Schreib deine Hausarbeit weiter. Hier abstimmen. Oh, es gibt eine Throw-Poll. Hat ein Leser, ein Zuschauer, aber dann, ja, das ist natürlich schwierig, jetzt zu verlinken. Warum ist die Qualität jetzt besser? Wahrscheinlich, weil der Hotspot jetzt gerade besser geworden ist. Welches Handy würdet ihr mir im Moment empfehlen? Unter 500 Euro. Ganz ehrlich, der MWC fängt jetzt erst an. Warte noch eine Woche, weil da werden hier lauter neue Modelle vorgestellt. Das heißt, die ganzen anderen ältere Modelle werden dadurch günstiger. Der Dicke hat schon Bier und Kaffee. Nein, Wein und Kaffee. Ich habe Wein und Kaffee. Bier gab es leider noch nicht. Aber wir gehen nachher noch aus. Wir gehen noch schön was essen. Wir gehen noch in eine Bar. Hier ist noch jemand, der für dich stimmt. Der Alte hat er geschrieben. Der will auch das. Auf was freut ihr euch am meisten? Witzebox geschafft, ne? Michi, Spam, Takis. Hi, Takis. Wie alt seid ihr? Wie alt bist du, Dennis? Ich werde 28. Okay. Ich bin 27. Ich bin 44. Alter. Ja. Das ist alt. Der Schönere, also ich. Abstimmung über, könnt ihr über die Infokarte einstellen? Ja, machen wir. Das machen wir dann im Anschluss. Das können wir jetzt live irgendwie gerade nicht machen. Außer vielleicht am PC, hat er ja schon gesagt. Aber wir haben gerade nur das Handy. Und ja. Dennis bekommt das Bett, also er wird ein Bett auf jeden Fall bekommen. Das Doppelbett, wir reden vom Doppelbett. Wer bekommt das Doppelbett, heißt der Titel. Das Wasserbett macht Rückenschmerzen, hab selber eins. Es ist leider kein Wasserbett. Ihr schaut wie Zombies. Das ausfällt noch, ihr schaut wie Zombies aus. Wir sind seit heute Morgen 4 Uhr oder sowas auf den Beinen. Auf dem Weg nach Barcelona mussten wir sehr früh. Und deswegen sind wir vielleicht noch ein bisschen müde und sehen... Grüß mal den Leglanik. Wen? Leglanik. Leglanik? Ja, nee. Grüße, Leglanik. Chinese? Inbreak. Ach komm, Inbreak. Das ist echt blöd. Muss es nicht alles so... Sag doch einfach... Es sind Fragen da, dann sag sie einfach. Könnt ihr ihn verlosen? Den Dennis? Dennis, der Frauenheld. Ja. Zeigt mal eure Zimmer. Da sind anscheinend ein paar jetzt dazugekommen. Wollen wir nochmal... Die Hostessen schlafen im Großen. Ja. Da, wo ich schlafe, exakt. Nein, sowas macht man hier nicht. Kommt Team Hölle? Nein, Team Hölle bleibt in München. Wann kommt das nächste Tech Up Weekly? Wenn wir wieder zurück sind aus Barcelona, wahrscheinlich übernächste Woche. Führst du jetzt ein Selbstgespräch? Ich kann ja auch die Fragen beantworten. Zockt ihr? Ja, ich spiele vor allem auf der PS4. Oh. Ich sehe schon die ganzen Hates, nicht am PC, obwohl bei der PC-Welt. Ja, ich spiele nur auf der Konsole. Aktuell viel Super Nintendo tatsächlich, weil ich habe diese kleine Super Nintendo Mini. Ziemlich geil. Ich spiele aktuell immer Super Mario. Ja gut, kommen wir zum anderen Thema. Der Kanal heißt PC-Welt und Sie haben gerade nur ein Handy. Wir haben halt noch nicht ausgepackt. Also es ist hier, wir sind gerade angekommen und haben hier halt noch nicht alles ausgepackt. Wir machen jetzt, wir wollten einfach erstmal für euch ein Live-Video machen. Quick and dirty. Takis ist ein Playboy. Ja, das stimmt. Der Coole bekommt es, also Dennis. Also es ist bisher, was ist der MWC? Der MWC ist der... Der MWC ist der Mobile World Congress. Im Grunde, hör auf damit. Im Grunde die größte Mobilfunkmesse, auf der super tolle neue Smartphones vorgestellt werden, wie unter anderem am Sonntag das Galaxy S9. Also denkt dran, ab 18 Uhr hier auf YouTube reinschauen, denn da haben wir dann die neuesten Infos für euch. Könnt ihr für mich heute Pommes essen? Nein.
Mit welchem Handy filmt ihr? Wir wollen jetzt keine Werbung machen. Welches ist es? Hashtag keine Werbung, not sponsored oder so. Wir filmen mit dem Samsung Galaxy Note 8. Was erhofft ihr euch vom S9? Dass es ein super tolles Smartphone wird. Inbreak, wenn das wirklich nur Spaß war, ist okay. Ansonsten halt, wir stehen nicht auf solche Kommentare. Guti, kommen wir langsam zum Ende, oder? Dennis soll draußen schlafen, ist ja 10 Grad in Barcelona. Ja, finde ich auch gut. Das Lauch, ich will Tageslicht. Ich verstehe auch die ganze Zeit nicht, warum ich immer auf dem Boden schlafen soll oder draußen, warum nicht der Tag ist. Gut, ich würde sagen, wir beenden das jetzt und wir starten gleich die Umfrage und schauen dann nochmal um 10 Uhr nach, wer die meisten Stimmen erhalten hat, um dann zu entscheiden, wer... Achso, Entschuldigung, ich musste runter, weil du bist ja ein bisschen kleiner. Was? Welche Hersteller sind alle da? Im Grunde ist eigentlich jeder Mobilfunkhersteller oder Hersteller von Mobilgeräten vor Ort. Also LG wird da sein, wird aber nichts Neues vorstellen. HTC wird da sein, auch keine neuen Smartphones, aber da gucken wir uns die Vive Pro an, also die oder das VR-Headset. Das wird ziemlich cool. Dann Xiaomi, Samsung natürlich. Arcos wird da sein, Vico, zig Hersteller. Also es sind auch nicht nur Smartphone-Hersteller da, sondern auch alle Unternehmen, die etwas mit Mobilfunktechnologie auch zu tun haben, also auch was 5G angeht, wird es da sicherlich wieder einige Sachen zu geben. Auch Zubehörhersteller sind viele da, also Hüllenhersteller, Kabelhersteller, also alles, was man sich so vorstellen kann. Also es ist schon alles bunt gemischt und es gibt viel Neues dann wahrscheinlich und hoffentlich auch zu sehen. Warum ist das Handy? Gute Frage. Du mit deinem... Dennis Friedl schreibt nämlich gerade, Dennis, ich heiße nämlich auch so, aber trotzdem Tages, weil ich Mitleid mit seinem Rücken habe. Wieso? Der Tages hat keine Rückenschmerzen, glaub mir, das war nur... Er wollte euch nur beeinflussen. Nein, ich beeinflusse niemanden. Das soll eine faire Abstimmung gleich sein. Wie warm ist es bei euch? Hast du, glaube ich, schon gesagt, ne? 10 Grad ungefähr, also es ist noch relativ frisch. Wir hatten auch schon wärmere Tage hier in Barcelona. Aber so wie es ausschaut, wird es nicht viel wärmer in Barcelona dieses Jahr. Wir haben jetzt schon, Official Death schreibt, wenn du mir nicht sagst, was der MEC ist, rast dich aus! Mobile World Congress, das ist also die weltgrößte Mobilfunkmesse. Hast du ja, glaube ich, alles schon gelesen, oder? Weißt du, die Uhrzeit wird ja alle angezeigt, links. Ach so. Könnt ihr bitte das S9 oder das S9 Plus mitnehmen? Wir können es versuchen. Wenn wir nicht im Knast landen, kriegen wir es auch nach Deutschland. Bei uns ist es gerade genauso viel Uhr wie bei euch. Sagt man das so? Ja, es ist... Ich nicht sprechen sprach? Tags ist viel cooler. Ja, okay. Na, Dennis ist auch cool. Ach komm. Das P20 von Huawei wird nicht hier auf dem MWC in Barcelona vorgestellt, also jetzt nicht in den nächsten Tagen, sondern erst am 27. März in Paris. Und da werde ich natürlich auch vor Ort sein und mir das Handy angucken. Oh, der Herr, der fährt von Barcelona, später Paris. Wie gesagt, P20 erst Ende März. Okay, ich glaube jetzt langsam. Ja, wir müssen ja jetzt auch die Abstimmung starten. Irgendwann möchten wir ja schon wissen, wer wo sein Lager aufstellen darf. Deswegen würde ich sagen... Leaflight, das S9 wird am Sonntag vorgestellt ab 18 Uhr. Genau, und ab 18 Uhr findet ihr auch alle Infos auf YouTube, in unserem YouTube-Kanal und auch auf pcwelt.de. Da findet ihr alle Infos zum Galaxy S9 und zum Galaxy S9 Plus. PC Welt schreibt schon, und das dürfte dann auch der Christian sein,
der normalerweise immer filmt und die Videos schneidet. Entsprechend ist auch gerade die Qualität vielleicht nicht so gut. Wäre der Christian dabei, wäre das natürlich Bombenqualität. Er schreibt jetzt aber mal ran an die Arbeit. Grüße gehen raus an Christian. Wir gehen jetzt arbeiten, natürlich. Wir gehen jetzt was essen und in eine Bar. Nicht wahr? Vielleicht. Okay. Welche YouTube-Channels oder Kanäle schaut ihr am liebsten? Tages? PC Welt. Die Rocket Beans sind witzig und gut. Kann ich nur empfehlen. Und natürlich unsere Ex-Kollegen GameStar, GamePro. P20, noch die Frage, weil mein Arm fällt gerade ab. P20, was hat das denn so drauf? Es soll ja mit 3 Kameras auf der Rückseite kommen und bis zu 40 Megapixel aufnehmen, 5-fach Zoom besitzen. Also ich glaube, das P20 wird vor allem eine gute Bildqualität haben werden sollen. Möchte. Man merkt, dass du viel mit Sprache zu tun hast. Ja. Gut. Ich würde sagen... Kommen wir zum Ende und starten dann auch gleich die Umfrage. Komm. Gut. Also, schönen Abend noch. Mach mit bei der Umfrage. Wartet kurz und dann bitte mitmachen. Wir schauen dann, wie gesagt, um Punkt 10 drauf und haben dann, wissen dann, ob der Dennis in das große Schlafzimmer nächtigen darf oder ob ich die Freude haben werde. Also, schönen Abend noch. Wir beenden jetzt hier den Livestream. Macht's gut. Viel Spaß. Adieu. Stimmt für mich.